Jo Leute, was geht ab, eure Scoobies City hier, willkommen zu einem neuen Video von mir. Nach einer wirklich sehr langen Zeit, nämlich genau vor 8 Monaten, habe ich mein letztes Video hochgeladen. Es tut mir auch wirklich leid, dass ich lange kein Video mehr hochgeladen habe, weil wegen Familiengründen und wegen der Schule und ganz vielen Sachen. Aber auf jeden Fall habe ich zwei Pakete bekommen, nämlich einmal von Blue Bricks, falls es jemand kennt. Und einmal von Bricky Simo. Das werde ich heute unboxen. Wir fangen zuerst erstmal an von Blue Bricks. Das ist nämlich. Das bekommen hier die Papiere. Ah, vielleicht hat es einer schon gesehen. Dass die Papiere so gut aufgehen. Das ist nämlich. Fokussier. Egal, auf jeden Fall ist hier die Bestellungsliste. Braucht man nicht mehr. So. Ebenfalls braucht man nicht mehr. Hier ist aber das schöne Ding. Das habe ich schon aufgebaut. Das hat so ein paar Stunden gedauert. Das ist ein HMC. M7, das ist ein US-Panzer, der im Zweiten Weltkrieg von der US-Army eingesetzt worden ist. Das ist ein Artillerie-Panzer, wie ihr seht, der ist schon oben ist so eine kleine Schwachstelle von den MG. Auf jeden Fall ist es übelst nice, hier Kanone lässt sich alles bewegen. Hier hinten einmal sind hier Ketten drinne. Einfach so halt. Dann ist dort eine Schaufel in der Mitte. Und halt, auf der anderen Seite ist eine Axt drin. Das war halt dazu. Die Ketten lassen sich auch gut bewegen. Finde ich auch, sieht hier unten richtig nice aus halt. Gemacht. Und gut, ja, das ist halt schon, wie schon angesprochen, von den Entwicklern von Blue Bricks. Weil das diese Panzer oder Fahrzeuge halt eigentlich nicht so zum Spielen oder so gedacht sind. Das ist ja auch gerade kein Spielen, aber so eine Darstellung und so. Es sind halt nicht dafür so gemacht, sondern eher so in der Vitrine zu stehen. Im Gegensatz zu meinem Panzer 3 Ausführung J. Guckt da bei diesem Video auch mal vorbei. Finde ich, ist das eigentlich schon sehr realistisch noch gehalten. Weil der ist wirklich, ja, nicht sehr größer als er. Und wie ihr hier auch seht, auch ein bisschen länger halt, aber Höhe ist zum Beispiel genau gleich, alles gleich halt eigentlich. Also ich finde, das ist noch sehr, sehr realistisch gehalten. Hier drinne sind 3 Plätze insgesamt halt, also dargestellt. Einmal. Ihr seht es da unten einmal der Fahrer. Hier sage ich mal der Ladeschütze. Und hier oben noch ein MG-Schütze oder generell dort der Schütze. Ich kenne mich mit der Besatzung und so alles nicht von den Fahrzeugen aus halt. Und ich weiß nicht auch, ob das stimmt und so. Könnt ihr mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Und hier hinten haben wir noch etwas Kleines. Da muss ich aber hier diese Seile, nenne ich mal, was abmachen. Ganz kurz, ganz leicht. Dann lässt sich das auch hier hinten schön öffnen. Da seht ihr nämlich den coolen Motor, der da drinnen verbaut ist. Ich finde, der sieht auch richtig geil aus. Richtig cool. Richtig gut gemacht. Und ja. So. Wird schon so hinhauen. So. Das war auf jeden Fall mein Panzer. Guckt da auf jeden Fall auch vorbei. Da seht ihr viele günstige Panzer, im Gegensatz die so 100 Euro kosten oder so, kosten die halt da wirklich sehr, sehr wenig, so 20 Euro oder so. Und hier zum Vergleich von einem englischen Soldat, ja, kann man leider nichts ändern, ist halt doppelt so groß halt. Dann habe ich nämlich auch was richtig Nices bekommen. Halt von Bricky Simo.
Etwas, das öffnen wir auch gleich mal. Boah, die Verpackungen von Sprickies, die muss ich echt. Boah. Da würde ich mal sagen, da habe ich mein Stativ ja mal so richtig umgeboxt. Und ja, ich zeige euch das jetzt erstmal gleich. So, da ist es. Wie immer richtig nice verpackt halt. Oh, mir fällt auf, hier oben könnte man das auch ganz einfach aufreißen. Weg damit. Wie ihr seht, hier ist wieder eine Beschreibung, was hier alles drin ist. Das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Dann einmal ein russisches Aufkleberpaket halt für die Soldaten. Was ich richtig, richtig nice finde. Ja. Richtig geil. Das werden wir uns gleich nochmal genauer ansehen. So. Dann greife ich nochmal hier schön rein. Okay. Okay. So, da ist es nämlich schon. Einmal, warte Leute, das packe ich ganz schnell aus. Wartet. Hier haben wir nämlich zwei Ushakas. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall richtig, richtig geil hier mit auch den russischen Zeichen drauf. Stern hoffentlich fokussiert mal. Fokussiere jetzt mal. Ach man, der kennt's. Also es fokussiert nicht richtig. Ja, egal. Auf jeden Fall zwei Stück davon. Richtig, richtig geil. So. Dann. Einmal vier Beine und vier Torsos, unbedruckt. Hier seht ihr mal einen, einfach unbedruckt halt. Dafür sind halt auch die Aufkleber. Das ist auch wieder so richtig schön fokussiert, Leute. Fokus ist on point. So. Und dann. Oh mein Gott, Leute. Wieder dieses Bonus-Pack. Leute, Leute, was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da? Leute, Leute, Leute. Alter. Oh mein Gott. Auf jeden Fall wieder ein STG-44 mit Zielfernrohr und Scheinwerfer obendrauf. In Sandfarben, in so ein helles Braun halt. Fokussier. Kamera ist am Pein. Komm, das war doch gerade. So, da. Ehre. Richtig, richtig geil. Gefällt mir. Dann noch eine kleine Schrotflinte, richtig geil. Mit Zielfernrohr, das habe ich auch noch nicht gesehen. Sieht auf jeden Fall auch richtig, richtig geil aus. So, jetzt Spannung, Leute. Spannung. Trommelwirbel. Dann noch einen goldenen Revolver. Mit so einem, ich will nicht sagen Bajonett. So ein Messeraufsatz, nenne ich es mal. Auf jeden Fall richtig geil, Alter. Geil. Das ist meine erste Goldwaffe, die ich habe. Sieht richtig, richtig geil aus. Und das müsste es auch gewesen sein, ja. Aber ein was habe ich mir noch bestellt. Nämlich ein DP-28 mit zwei Beinen.
Komm raus, komm raus. Ja, ups. Ja, zwei Beine fällt. Nee, Magazin fällt runter. So. So sieht die normal aus. Richtig geil, sieht irgendwie aus wie ein Gewehr. Dann oben ganz schnell mal das Magazin draufsetzen. Alter, richtig geil. Russisches Upgrade plus 1000. Und dann noch ein richtig geiles Zweibein. So, ja, wird schon so gehen. Alter, richtig geil, finde ich. Richtig geil. Hoffentlich erkennt man das. Kamera, Fokusse. Bitte. Fokus auf das DP 28. Ach, egal. Auf jeden Fall, insgesamt, die Bestellung war richtig, richtig geil. Ich werde jetzt noch ganz schnell die Soldaten bedrucken und es sieht mir auch auf jeden Fall gleich wieder, wenn die bedruckt sind. Und wie ihr seht, ich bin fertig. Ich habe noch 3 Stück übrig von 9. So, einmal habe ich einen Kommandantenoffizier. Pistole. Kaschabka. Kaschabka? Ich weiß, wie die heißen. Kaschabka. Ach, du Heilige. So. Ist auch wieder schön. Tut mir leid, dass ich gerade ein Cut setzen musste, aber bei mir kam gerade ein Film mit rein. Und das war auch mein russischer Offizier mit der Kaschabka. Wie ihr seht, übelst nice mit einer Pistole ausgerüstet. Standard halt. Finde ich auch hier richtig geil dort vorne. Komm. Fokussier mal bitte. Kamera ist wieder am Back, egal. Dann habe ich hier noch eine russische Scharfschützin. Wieder mal richtig geil. Komm, Fokusse. Ach, egal. Hoffentlich sieht man es, auch wenn es gar nicht fokussiert. Ja. Richtig, richtig geil auf jeden Fall. Dann hier noch den anderen. Noch mit der Kaschabka. Und mit den LMG. Fokussier. Ja, so, ist auch fertig. Es kam schon wieder ein jemand bei mir rein, ohne zu klopfen, obwohl ich das gesagt habe. Auf jeden Fall habe ich noch ein Paket gerade bekommen. Also, das ist für meine Panzer und so, da habe ich mir was bestellt, ein paar Teile. Ja, halt ein paar Zahnräder und so halt. So ein paar Teile, die brauche ich auch für andere Sachen. Dann hier noch so ein, einfach so ein komplettes Technik-Set, einfach so halt. Random für eine Sache, die werdet ihr auch bald halt nochmal sehen. Dann halt noch so ein kleines Set, wo ich halt auch halt viele Sachen davon brauche, halt wieder für meine Panzer und Co. Und halt auch noch zwei solche in Orange, leider gab es keine anderen Farben mehr, waren ausverkauft. Und ja, das insgesamt kommt auch noch dazu. Und ja, dann machen wir auch mal weiter. So. Dann habe ich hier ein PPSH 40 Schützen mit Tasche, also mit Munitionstasche hier. Tut mir leid, warte so. Nochmal mit PPSH und halt Munitionstasche. Mit dieser komischen Mütze halt, mit dieser Standardmütze halt, diese Feldmütze halt. Auch richtig, richtig cool wieder. Ja. So, dann habe ich noch ein PPSH-Schütze, aber leider keine Mütze mehr. Also das ist genau gleich halt. Und dann halt noch ein Panzerfahrer.
Es war doch gerade da. Genau, und hinten sieht er so aus. Ja. Ich habe halt noch ein bisschen übrig und so halt. Für meine Sachen halt. Und ja. Morgen und also bald kommen auch nochmal zwei Upgrade-Videos. Eigentlich drei insgesamt dann halt, aber erstmal eins dann morgen. Und noch ein zweites dann übermorgen. Auf jeden Fall kommen bald nochmal Videos, ja. Am Freitag wird das jetzt halt dann kommen. Das Video und das andere dann halt am Montag. Das soll dann halt nochmal, sag ich mal, meine komplette Armee dargestellt werden halt von den Deutschen und dann halt die Alliierten. Ich versuche jetzt auch mehr russische Panzer und generell mehr in die Russen reinzugehen, aber das seht ihr dann alles morgen. Ja, also dann nächstes Video dann. Das war's jetzt auch vom Video. Also mir haben die Pakete, die ich bekommen habe, echt sehr, sehr, sehr gefallen. Ich habe jetzt noch einen etwas größeren Teil meiner Armee. Ich werde bald irgendwann mal vielleicht noch mal was bestellen. Tut mir leid, dass ich halt so lange keine Videos mehr hochgeladen habe. Hoffentlich ist das okay gewesen. Das war's jetzt auch von mir. Bis bald, euer Scooby. Ciao.